Hallo, ihr liebe Leute, so und herzlich willkommen. Das Rennen geht schon gleich los. Wir sitzen hier im BMW M6. Schön, dass ihr dabei seid bei Retired for Gaming Just Two Laps. Es geht los. Wir sind im Assetto Corsa Competizione. Wir sind in Oldenburg. Wir sind auf 60 FPS. Wir sind bei vollen Details. Wir sind, ja, epische Details. 4K. Neben uns ein Lamborghini, vor uns ein Mercedes. Wir sind richtig eingekeilt. Und die Woche habe ich schon nur Videos gemacht, die Flitzstatara von Oldenburg mit Automobilista 2, mit den jahreszeitsabhängigen Streckeumgebungen. Das ist ein bisschen Eireihe. Und das war ja richtig schön gemacht mit dem Herbstlaub und so weiter. Jetzt kann man ein bisschen vergleichen, wie das aussieht bei Assetto Corsa Competizione. Ich fahre jetzt auch einfach weiter, sonst kann ich mich gleich wieder rauskickeln. Das ist mir jetzt, ich glaube, dreimal passiert, dass man hin ins Heck donnert, aber wie? Jetzt knallt man jetzt in die Seite rein. Das ist natürlich auch saumäßig eng, der Kurs hier. Muss man natürlich schon nachsagen, aber die fahren hier wie die Spitzbube. Und gut, ich habe die KI wohl ein bisschen hochgedreht. Da steht, im Moment mal, alles ziemlich hoch. Ich glaube, 98 oder was, oder sogar 100, muss ich jetzt nochmal gucken. Und die Aggressivität ist also schon heftig, die knallen ja dann richtig einen Sick hinein. Aber der Kurs, der ist auch echt, der ist sowas von eng. Dass man schon überhole, ist so eine normale Umstände auch kaum zu denken. Irgendwie habe ich das Gefühl, der BMW, der kommt das gar nicht richtig aus dem Quark. Er ist unheimlich gut auf die Bremse. Die Bremse ist ja richtig gut. Haben sie auch so einen komischen Puller noch nie gestimmt. Jetzt schon wieder die Curbs so drüber, ja, Strecke mit der ganzen. Hier kommt schon das nächste BMW an. Schuss von hinten. Naja, wir merken schon, dass ich die KI mal bin. Akku hochgedreht habe jetzt. Die Beile, dass ich dabei komme, ohne raus zu fliegen, also Fliegenstress. Er ist aber dermaßen in dieser Quest da. Ja, ich weiß nicht, was ich finde. Wenn ich jetzt vergleiche mit dem Automobilista 2, hat sich das Automobilista 2 schon, ja, ich will jetzt sagen, pflegeleichter, aber fand sich ein bisschen intuitiver. Das ist hier beim ACC doch, ja, sag mal immer. Unterschiede von Strecke zu Strecke, von Auto zu Auto, finde ich. Weil der BMW ist vom Hinting her, boah, ne. Bin ich sehr zu begeistert. Da war mal was Negatives sagen, gerade. Ja. Bin ich von vielem immer begeistert. Der Ferrari haben wir mal ausgebremst hier. Muss man jetzt von eben doch überholen, also irgendwo jetzt auf, ne. Ehrlich gesagt, grafikmäßig kann man natürlich nie was sagen beim ACC. Da lasse ich halt nichts drüber kommen. Jetzt machen wir doch mal den Tisch auf. Ich kittel der mich nicht gleich wieder raus. Das sind nämlich halt wie die wilden die Jungs so. Also, der ist schon mit Vorsicht zu genießen, der BMW da. Natürlich voll. Jetzt kommt der Ferrari dahin wieder angehossert. Wieder ist ein Final Lap. Ja, ich bin da gleich in der Final Lap. Tja, also wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen am Hadern mit dem ACC. Einerseits, wie gesagt, die Grafik ist richtig toll. Fahrzeuge sind eigentlich auch toll. Eine Frage Physik, ja, im einen Fall ist es, im anderen Fall nicht. Und wahrscheinlich auch aufs Lenkrad drauf war immer. Da lässt sich jetzt ganz gut durchpressen. Da sind wir mit, ich denke mal, wenn du noch 4-5 Runden gefahren bist, bis die
Reifen und alles am Schiff und Betriebstemperatur ist, ist eigentlich auch ganz schön beim ACC, dass du wirklich merkst, dass das Auto sich verändert im Laufe des Rennens, dass die Reifen sich verändern. Das ist wirklich sehr gut. Das gefällt mir auch immer sehr gut. Wieder so ein Final Lap, so jetzt gehen wir danach mal auf die Final Lap. Das ist schon. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, auch im ACC Oberlei. Jetzt geht es mir gerade aus. Das habe ich nicht für da. Ja, feinen Lap drin und zeigt, dass er. Ja, wie gesagt, das ist im ACC Oberlei. Okay. Der Laps einstellen kann ich dann in der Zeit, die Fahrer willst. Das ist in dem Fall stellt er nicht mehr 5 Minuten ein, wenn es nicht allzu lang geht. Können wir jetzt auch mal umschalten. Ja, wunderbar, dankeschön. Der hat mich jetzt nochmal kräftig rausgeschoben. Ich habe gar nichts gemacht, der schiebt mir einfach hin raus. Das finde ich jetzt nicht so doll. Das ist einfach, das ist mir jetzt schon zum dritten oder vierten Mal passiert. Aber gut. Schön aussehen tut's. Was mache ich jetzt sowieso immer? Was mache ich jetzt? Ah ja. Fahren wir doch noch ein kleines bisschen in die Outlap. Wir fahren nochmal kurz sehen. Wir mal ein bisschen ranfahren. Also beim ACC habe ich ja immer das Gefühl, dass das Fahrfeeling ist extrem unterschiedlich, was du für View einstellst. Jetzt die Motorhaube an sich ist ein völlig anderes Fahrgefühl wie jetzt die Helmkamera. Ne? Und das kann eigentlich jetzt nicht so ganz sein, weil du hast hier ein ganz andere Grip, ach teilweise, in der Kameraeinstellung jetzt. Kann ich hier ganz anders durch die Kurve fahren, wenn du jetzt in der Helmkamera bist. Wir sind jetzt nicht mehr im Rennen drin, im Renntempo, aber trotzdem ist es deutlich zu spüren, habe ich schon immer Fisch gestellt. Da vorne haben wir einfach so eine schöne mit neue Lackierungen hier. Hier haben wir da vorne. Also, uns echt gefallen hat, wie gesagt, viel Kritik dafür, als es mal sei. Und es gibt ja viel Lob, wie gesagt, die Grafik guckt euch die herrlichen Autos hier an, den BMW. Und der 2021er Lackierung, da fahre ich nochmal ein bisschen neben dran, dass wir den nochmal schätzen. Immer rechts, wenn er uns lässt. Der schiebt mich auch noch mal raus, geht es noch mal ein bisschen quer. Macht ja aber nichts. Und ja, ich danke euch fürs Zugucken. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch mein Video gesehen mit dem Breakfast, habe ich schon mal so einen Versuchsballon gestartet, kann man sagen. Und mit dem Cutcraft. Ja, würde mich freuen, wenn ich mal ein bisschen Feedback kriege, wie es euch gefallen hat, das Ganze. Und das mache ich vielleicht auch noch das eine oder andere Video mit dem Cardcraft. Mit Sicherheit werde ich auf jeden Fall noch was machen. Mit dem Breakfast kommt drauf an, wie es auch kommt, ob es euch gefällt. Kann auch durchaus sein, dass ich da auch noch was mache. Und ja, ich sage jetzt erstmal Dankeschön. Wo rollt denn der da jetzt hier? Der rollt mal irgendwo hier, bloß nicht in die Box rein. Wir springen noch ganz kurz in die Wiederholung rein. Und ich darf mich derweil schon mal verabschiede von euch und wie gesagt, sag nochmal Dankeschön fürs Zugucken, für einen Daumen auf, für euer Abonnement, wenn ihr noch keins abgeschlossen habt und gebt einen Link weiter von meinem Channel. Vielleicht finden sich noch ein paar andere Simracing-Freunde, die mal gerne zugucken bei Retired for Gaming Just to Laps. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video, guckt wieder vorbei. Und ich hoffe, heute schloss noch ein paar Sekunden laufen. Die Bilder sind einfach immer zu schön, oder? Muss man einfach sagen. Ja, jetzt mache ich doch wieder rein. Also das ist schon klasse, obwohl jetzt ein leichter Grauschleier drauf liegt, aber jetzt blendet er wieder um. Also schon die Kameraeinstellungen sind fantastisch hier im ACC. Das muss man einfach zugeben. Einstellung, ja, übrigens, klasse.
mehr Kurven schon habe. Wo ist denn die Kurve da vorne kurz? Nehmen wir noch mit. Und tschüss.